Hi, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute darf es mal um ein etwas anderes Thema gehen, und zwar um meine Haare. Ja, Sandra, wie bist du denn jetzt eigentlich auf die Idee gekommen, deine Haare nur noch mit Wasser zu waschen? Und nicht wie jeder andere normale Mensch mit Shampoo? Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal den Moment, dass wir einfach keine Lust hatten, unsere Haare zu waschen, weil sie nach 2 oder 3 Tagen einfach wieder fettig waren, schwer waren, zusammengeklebt sind, man vielleicht sogar richtig fettige, schwere Schuppen hatte. Und ja, an diesem Punkt fand ich mich vor ungefähr 8 Wochen. Ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben, aber ungefähr da habe ich angefangen, meine Haare nur noch mit Wasser zu waschen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ich habe mir für dieses Video ein paar Punkte rausgeschrieben, die euch interessieren könnten, und wir legen direkt mit dem ersten los. Was ist Water Only? Gut, es steckt jetzt im Namen. Ich habe mir die Haare halt nur noch mit Wasser gewaschen. Ich hatte eine ganz gewisse Technik dazu selbst entwickelt, mehr oder weniger, und einfach meine Haare zuerst, wie gesagt, mit warmem Wasser ausgespült und dann über Kopf nochmal mit kaltem Wasser gespült und im Nachhinein eine saure Rinse verwendet. Das war einfach nur ungefähr so viel Apfelessig mit zusätzlich noch so viel Wasser obendrauf. Das hat dann den Effekt gehabt, dass das Kalk sich nicht in den Haaren ablagert. Und ja, also mit der Zeit sind meine Haare erstmal super schlimm geworden. Also die ersten 2 Wochen waren wirklich so diese dicke Talgschicht. Wenn ihr zum Beispiel mal Urlaub gemacht habt und ihr wart zu faul, eure Haare zu waschen, habe ich natürlich nie gehabt, diese Situation. Sind wir mal ehrlich, ich glaube, die hatte jeder schon mal, mehr oder weniger. Dann war das halt meistens so, dass sich dann unten hier so richtige Fettbatzen gebildet haben, also die Haare so richtig fest zusammen waren, schwer waren, irgendwie in der Situation kleben geblieben sind, wo man sie hatte, also im Zopf oder im Dutt, und das war dann ganz schwer zu kämmen, und die waren dann alles in allem ziemlich widerspenstig, und das war auch kein schönes Gefühl, und man musste sie halt eben wieder waschen, obwohl man eigentlich versucht hatte, eine Pause davon zu machen. So sahen ungefähr meine 2 ersten Wochen aus, und ich bin froh, dass es sich ab da ziemlich gut gebessert hat. Was man mit der Zeit sehr gut beobachten kann, finde ich, ist, dass das Sebum, also diese Mischung aus dem Schweiß, der ganz natürlich auf jeder Haut vorkommt, und dem Talg, der produziert wird, das wird immer flüssiger. Also am Anfang hatte ich, wie gesagt, dieses feste, talgige, kerzenwachsartige, was jetzt keineswegs irgendwie so in Schichten auf meinen Haaren lag, aber ihr wisst sicher, was ich meine, wenn ihr schon mal länger eure Haare nicht gewaschen habt und eher zu fettigen Haaren neigt als zu trockenen Haaren. Und das ist halt mit der Zeit wirklich kennbar geworden. Also das hat dann die Haarstruktur ein bisschen beschwert, aber auf eine Art und Weise, wo du nicht gemerkt hast, ist das jetzt nass oder ist das jetzt fettig? Also jetzt gerade, da kann ich im Prinzip gleich zum Fazit übergehen. So sehen jetzt meine Haare aus. Nach 8 Wochen Water Only. Aber eine kleine Ergänzung gibt es gleich später nochmal. In der Zeit von Water Only habe ich auch ein paar Sachen an meiner Frisur verändert, weil was mir definitiv als erstes mit aufgefallen ist, die Haarstruktur ist anders als mit einem herkömmlichen Shampoo. Da, wo meine Haare sonst sehr voluminös, sehr leicht waren, sind sie jetzt eher schwer. Und naja, also voluminös schon, ja, weil ich einfach sehr viele Haare habe und die sind auch nicht dünn, aber sie liegen eher auf dem Kopf. Und wenn ich sie jetzt bürsten würde, dann sind sie glatt. Also die Frisur, die ich jetzt gerade habe, habe ich erreicht, indem ich sie über den Kopf gekämmt habe und dann wieder nach hinten geschmissen habe. Und das hält jetzt so auch, aber wie gesagt, wenn ich sie jetzt so kämmen würde, dann wäre das einfach platt. Und das ist so eine Sache, damit musst du einfach rechnen, denke ich, bei Water Only. Also nach den ersten 2 Wochen habe ich mich eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie dreckig oder unwohl gefühlt. Es war eher zwischendurch einfach so diese, wie ich euch schon gesagt habe, diese Unsicherheit. Geht das noch besser? Wird das besser? Und ich hatte teilweise wirklich Tage, wo ich mir dachte, krass, ich habe jetzt schon so und so viele Wochen meine Haare nur noch mit Wasser gewaschen. Das geht? Dieser Zustand ist möglich? Das habe ich mir nie gedacht, und ich bin jetzt eigentlich auch wirklich sehr, sehr zufrieden damit, wie es ausschaut. Aber nichtsdestotrotz, da kommen wir jetzt zum Punkt, wieso ich immer noch mit Roggenmehl wasche. Sind wir mal ehrlich, es ist einfach eine andere Haarstruktur, und das habe ich gemerkt, wo ich mir das erste Mal dann Stufen reingeschnitten habe. Also
wie ihr es sehen könnt, mittlerweile sind meine Haare gestuft. Mittlerweile habe ich einen langen Pony hier vorne drin. Und davor hatte ich wirklich glatt. Und da ist mir schon aufgefallen, da hat mir die Struktur in den Haaren bedingt durch Water Only sehr gefehlt. Ich habe gern so ein Bad Head und Wild Hair und was weiß ich nicht alles. Und das ging halt einfach nicht, weil die Haare ein bisschen schwerer waren als mit einem tiefen Reinigungsshampoo, mit einer Haarseife. Sucht es euch aus mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel, das eben das Fett wirklich an sich bindet und rausfischt komplett aus dem Haar. Also das Fett, was auf deinen Haaren ist, das trägt ja dazu bei, dass die Haarstruktur sich verändert, dass es ein bisschen schwerer wird. Und je länger die Haare natürlich sind, desto mehr zieht das eigene Gewicht der Haare diese dann nach unten und dann dementsprechend glatter sehen sie aus. Und das ist jetzt so eine Sache, wo ich, wie gesagt, das Roggenmehl angefangen habe, einmal zu nutzen, weil ich mir so dachte, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt hier mit Wasser vorankomme. Das war ungefähr nach 3 oder 4 Wochen. Und ich habe danach beobachtet, da komme ich jetzt auch gleich zum Grund, wieso ich es genutzt habe, Roggenmehl ist nicht so wie herkömmliche Reinigungsmittel. Meine Kopfhaut hat sich danach nicht quietschig angehört, also nicht so richtig, dass da wirklich kein eigenes Fett mehr ist, sondern es war eher einfach nur sauber, einfach nur ein leichtes Gefühl und das überschüssige Fett war weg. Und positiv beobachtet habe ich dann noch, dass die Spitzen, die halt davor durch das ganze Fett schon ein bisschen fettig geworden sind, dass die normaler geworden sind, aber kurz darauf wieder zu trocken. Also da habe ich dann schon gemerkt, die haareigene Balance stimmt noch nicht so ganz. Ich habe weitergemacht mit Water Only und das zweite Mal habe ich dann das Roggenmehl benutzt nach ungefähr 6 oder 7 Wochen. Und das war im Prinzip das Gleiche, aber ich hatte eben das Gefühl, dass es die Übergangsphase, ich habe nach dem deutschen Wort gesucht, die Übergangsphase zu einem guten, ausgewogenen Fettgehalt im Haar erleichtert hat. Und zuletzt habe ich das Roggenmehl benutzt, als ich meine Haare, wie gesagt, gestuft hatte. Und kurz nach dem Haarschnitt. Der Haarschnitt müsste jetzt ungefähr eine Woche her sein. Plus, minus ein paar Tage. Und das ist im Prinzip das dritte Mal Waschen mit Roggenmehl gewesen in ungefähr 8, eigentlich schon 9 Wochen. Und das ist jetzt auch das Ergebnis. Also so sahen sie zwischendurch auch aus. Nach 4, 5 Wochen, nach 6 Wochen, nach 7 Wochen, direkt nach dem Waschen immer noch ein bisschen anders, also trocken in den Spitzen. Und ja, ich bin halt im Moment sehr, sehr zufrieden damit, aber ich werde sie mir später nochmal mit Roggenmehl waschen, weil ich jetzt, wie gesagt, diesen kurzen Pony reingeschnitten habe. Meine Haare, also die, da ist ungefähr so viel abgekommen. Und ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, diese Übergangsphase, dass dieses Fett aus den jetzt kürzer gewordenen Haaren hier oben erstmal wieder weggeht, dass das das erleichtert. Und ja, damit komme ich im Prinzip auch zum Fazit des Ganzen. Ich werde genauso weitermachen wie bisher. Also ich bin weiterhin Fan von No Poo, von Water Only mit Roggenmehl. Also ich mache das jetzt nicht so dogmatisch, dass ich sage, ey, ich nehme nur Wasser und nichts anderes. Ich habe für mich jetzt eine sehr gute Routine entwickelt. Ich kann auch mal wirklich 2, 3 Wochen hergehen und meine Haare nur mit Wasser waschen. Ich stehe halt generell jeden zweiten, dritten Tag unter der Dusche. Psst, man muss sich nicht täglich duschen. Wenn ich im Training war, dusche ich mich definitiv ab und dabei massiere ich eben meinen Kopf durch und das war's dann. Also das ist so ungefähr meine Routine, die ich im Moment habe und ich fahre sehr, sehr gut damit. Ich hoffe, das Video war jetzt wirklich nicht zu chaotisch für euch. Ich habe mir nur einzelne Punkte aufgeschrieben und nichts vorformuliert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, wenn euch jetzt irgendwas gefehlt hat in meinem Gequatsche, kommentiert einfach drunter, fragt danach und ansonsten, wenn ihr noch genauere Videos haben wollt, wie genau wasche ich jetzt meine Haare mit Water Only, wie genau mache ich mein Roggenmehl-Shampoo, was auch immer, kommentiert drunter. Ich mache gerne weitere Videos dazu. Ich bin mir sicher, dass das Thema vielleicht nur leicht anschneidet. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergebracht hat in irgendeiner Hinsicht und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, wenn ihr nichts verpassen wollt.
gerne Daumen hoch. Ich mache auch noch andere Formate. Also das ist jetzt tatsächlich das erste, glaube ich, das jetzt in Richtung Thema Haare geht. Ich mache im Moment, bin ich auf Lost Place Touren unterwegs. Die Videos kommen noch. Und es gibt ein bisschen was zu meinem Garten, zu der Wohnung, zur Einrichtung zu sehen. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch weitere Themen habt, die ihr euch auf meinem Kanal wünscht, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Einen wundervollen Start in die Woche. Ich denke, ich werde das Video gleich heute am Montag, den 4. November, hochladen. Es ist viel zu warm für November draußen. Und ja, wenn ihr öfters mal solche Laber-Videos von mir wollt, dann kommentiert auch. Also ich habe das jetzt wirklich auch gemacht. Bis zum nächsten Mal, eure Sandra.